Lala laber doch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Servus und habe die Ehre zur nächsten Ausgabe des Lala laber doch Podcasts. Ich bin Tobi und ich melde mich gerade aus sehr komischen Zeiten. Gerade als ich den Podcast aufnehme, ist Corona-Time in Deutschland. Viele wurden zu Homeoffice beordert oder die Fabriken und Firmen haben ganz dicht gemacht. Das ist schon echt amüsant. Okay, das ist das falsche Wort, aber es ist spannend und ich hoffe einfach mal, dass die Wissenschaft hier bald etwas Positives zu berichten hat. Deswegen müsst aber auch ihr jetzt hier meine Sprachübungen machen, denn man redet ja im Homeoffice irgendwie doch weniger, vor allem wenn keine Videocalls oder halt normale Calls anstehen. Und da für mich regelmäßig Sprechen echt wichtig ist, gibt es eben wieder einen Podcast, nicht wahr? Heute geht es um das Thema, dass es nochmal einen neuen Podcast-Aggregator gibt. Ich weiß, wir haben schon wirklich, wirklich viele und ich weiß noch nicht mal, ob ich da mitmachen soll. Aber unter dem Namen Julep oder julep.de hat die ProSiebenSat.1 Group jetzt was Neues gestartet. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, was ich von noch so einem Dienst halten soll, wenn ich ehrlich bin. Wir haben viele, warum sollen wir jetzt ausgerechnet diesen nutzen und welche aussagekräftig waren die Materialien auch nicht. Was ist, sie haben auch wieder ein Opt-out und kein Opt-in, also sprich, Podcasts werden dort automatisch gelistet und die Autoren müssen hier erst einmal opt-outen. Ich habe bereits so ein E-Mail bekommen, weil ich denke, sie nehmen einfach das RSS-Feed und darin die E-Mail-Adresse. Aber ja, es wäre einfach schöner, wenn man sich da das RSS-Feed, was man selber haben will, eintragen kann, wie zum Beispiel von Spotify oder halt auch bei Apple Podcasts, nicht wahr? Ich werde es aber mal beobachten, denn natürlich, Konkurrenz schadet nie, wenn sie halt gut ist, nicht wahr? Ansonsten habe ich gedacht, ich schaue mir auch mal Anchor an, was ja so gerade der große heiße Podcast-Dienst ist. Leider muss ich feststellen, dass das wirklich ein goldener Käfig ist und deswegen, nun ja, nichts für mich, denn ich würde gerne meine Daten selber haben und meine RSS-Feeds reinschmeißen können, wo ich will und auch Analysedaten haben wollen und nicht nur alles übers Anchor laufen lassen möchte, weil da ist auch Anchor bei Spotify und bei Apple der Publisher und so weiter. Das ist alles ein bisschen semi-gut, meiner Meinung nach. Taste differs natürlich. Jo, ich bin gespannt, was jetzt noch alles kommt und passieren wird in der Zeit. Ich will auf jeden Fall die Zeit nutzen, welche ich jetzt mehr habe, da ich nicht pendeln muss und so weiter, wieder mehr Media Creation zu machen. Mal schauen, ob da was rauskommt, nicht wahr? Und ja, bitte ist halt alles safe, was auch immer hören wollen oder was diesen Podcast hören. Passt einfach auf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, nicht wahr? Aus diesem Grunde, habt die Ehre, macht es gut, Servus und Baba.